Ich hoffe, dass wir jetzt da oben Kühe finden. Weil sonst wüsste ich nicht mehr, wo noch welche gewesen sein können. Dann müssen wir doch wirklich einkaufen. Da sind die Kühe. Ach, wunderbar. 1, 2, 3, 4. Oh, eine ganze Herde. Eine vollständige gesamte Herde. Saraya, Alles danke. Du klar. brauchst nicht mehr weiterlaufen. Genau, dann holen wir uns nämlich noch rasch das Gebiet hier. Und brauchen natürlich auch eine Kuhfarm. Die möchte ich aber gerne nicht da unten hinsetzen. Wo können wir die denn platzieren? Das könnten wir eigentlich hier machen, ne? Und zwar brauchen wir dann das Gebäude und das Gehege, beziehungsweise die Weide. Und wir könnten ja eigentlich auch einen Brunnen bauen, ne? Der hier nirgendwo hinpasst. Wieso nicht? Wegen Stein? Nee, da passt er hin. Machen wir jetzt einfach mal. Die Burg ist auch nicht ganz so wichtig, nur da muss der immer nicht so weit laufen. Das ist ganz praktisch. Sonst können wir leider keine Kühe kaufen. Nö. Aber du kannst mal wieder hier Tribut fordern Auf gehen euren oder Befehl. ansonsten kaufen wir uns ein bisschen Wolle. Und was wir halt auch schon länger nicht mehr gemacht haben, wir machen ein Fest. So. Wie viel haben wir denn? 11 haben wir schon. Ich guck mal eben hier kurz ein bisschen die Bienenstöcke durch. Ja, mir ist halt wichtig, dass halt immer einer voll ist. Das ist dann vielleicht ein bisschen zu viel. Eine Milchbauern Aber fehlt dann es an kommen die Kühen. wenigstens nicht auf die Idee, ständig nur wegen einem einzigen, ja, Honig, also diese Honigeinheiten da loszufahren und die wegzubringen, sondern sammeln die halt. Und da die halt so nur relativ dicht zusammen sind, das ist das Ähnliche wie hier bei den beiden Wir haben ein Getreidefarmen, Territorium eingenommen. können die einfach beides abernten. Das mag ich immer ganz gerne. Ich finde das auch irgendwie effektiver. Hier auch bei den Getreidefarmen. Das ist irgendwie, wenn man bei einem 4 setzt und bei einem anderen 5, kommt man eigentlich immer ziemlich gut damit hin. Jetzt haben wir hier halt, ja, 7 insgesamt. Das ist jetzt nicht ganz das. Aber man sieht, es ist trotzdem immer irgendwas, was noch abgeerntet werden kann. Und das ist halt auch wichtig, damit die nicht ständig wegen einem Einzelnen loszuckeln. So, dann gucken wir aber mal, was die Ehefrauen hier so sagen. Also wir haben hier eine, dort eine, da und da. Das heißt, und da haben wir auch noch eine. Jetzt muss ich erstmal zählen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ehefrauen, so wie es aussieht. Ach, und wir haben mal diese etwas anders aussehenden Soldaten. Ich finde das schade, dass die nicht immer so aussehen, weil sie haben es ja offensichtlich entworfen. Und würde ja auch zu der Gegend passen. Sie hier finde ich sowieso immer sehr charmant. Sie sieht so unwahrscheinlich gepflegt aus, diese Ehefrau. Aber okay, also es scheint ein gutes Fest zu sein. Die Leute haben Spaß. Und da kommt auch unsere Kuhherde. Und wir haben genau 7 Ehefrauen bekommen. Und Saraya darf jetzt mal Tribut Sendet mir fordern. euren Tribut. Stein. Oh, Stein können wir immer gut brauchen. Stein ist auch prima. Es ist halt nur doof, wenn sie Holz schicken. Wieso haben wir jetzt eigentlich so wenig Holz? Habe ich die Holzfäller nicht mehr angemacht? Doch, die sind auch an. Aber die mögen Besen, oder wie? Sieht so. Ach, ich habe ja auch total viel gebaut. Ja, klar, dann ist natürlich logisch, dass der Holzvorrat schrumpft. Mal ebenso mehrere Tavernen irgendwo hinzimmern, das geht ja auch nicht. Ohne weiteres. Oh ja, der Honig, der geht Ein richtig. Steinbruch wird bald erschöpft sein. Der Honigvorrat, der geht richtig gut nach oben. So, 10 möchte ich gerne mal überbehalten. Ich baue die dann hier langsam aus. Eine Taverne werde ich hier auf jeden Fall hinterher wieder abreißen. Die hier. Und später dann durch ein Badehaus ersetzen. Können wir aber noch nicht machen. Einfach weil das sind ein bisschen sehr viele Tavernen. Also so viele brauchen wir im Normalfall, glaube ich, echt nicht. Also die 3 können wir gerne behalten. Das ist immer ganz gut. Die habe ich halt auch so ein bisschen, ja, quasi in Dreiecksform platziert. Aber die steht ja auch sehr, sehr ungünstig, finde ich persönlich. Und das macht dann nicht so viel Sinn. So, dann können wir ja mal ein bisschen Wolle kaufen, ne? Ja, kaufen wir mal Wolle. Können wir keine Wolle bei euch kaufen? Sind wir nicht Handelspartner? Nee, wir sind unbekannt. Hä, wieso sind wir unbekannt? Okay, wir können keine Wolle bei euch kaufen. Aber wir können hier oben, ach so, wir sind nur Handelspartner, ne? Wir sind keine Verbündeten. Nee, wir sind nur Handelspartner. Da muss man immer persönlich vorbeischauen. Ein Karren mit Rohstoffen Das ist machen wir jetzt angetroffen. halt auch einfach mal. Wobei, nee, bleibt mal bitte kurz noch da. Ich mal wieder zurück. Denn die Ei! Fertigkeit ist bald aufgeladen und sobald wir die das nächste Mal benutzt haben, machen wir uns dann auch so.
Wieso habe ich hier so einen Baukarren? Ah. Ja, der klassische Fall, den wir auch schon mal hatten. Der Baumeister hat sich selbst eingebaut. Er kommt leider nicht mehr nach Hause. Er wird jetzt für den Rest der Mission dort stehen bleiben und den Stein angucken. Weil er kann nicht hier an dem Brunnen vorbeilaufen. Und das ist halt so platziert, dass halt nur noch genau dieses Plätzchen frei ist. Und ja, müssen wir jetzt mit leben, dass wir hier auf der Minikarte dann immer dieses Baumeister-Symbol haben und der arme Kerl da einfach weiter den Stein anstarren wird. Ich meine, wenn er sich umdreht, hätte er immerhin wenigstens ein bisschen was zum Gucken, aber tja. Ja, machen wir die mal noch auf 2. Ja, man sieht auch, der Holzvorrat geht trotz zweier Besenmacher relativ gut nach oben. So, was ist jetzt mit der Nahrung los? Wieso ist das jetzt ein bisschen problematisch? Brot. Wir bräuchten vielleicht mal noch einen Bäcker, ne? Der kommt nicht so ganz hinterher. Machen wir mal noch einen Bäcker und zwar setzen wir den Bäcker hier hin. Ach, schade, die Bäume sind weg. Das hätte ich auch gerne, wenn man hier so einzelne Bäume platzieren könnte. Dann würde ich mich hier so ein bisschen was und da. Das sieht dann halt immer ganz hübsch aus. Das mochte ich zum Beispiel bei Anno wirklich gerne, dass man da halt auch ein bisschen mehr Deko-Möglichkeiten hatte. Das vermisse ich hier ein bisschen. Aber, man hat jetzt hier halt noch so ein bisschen diese großen Palmen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen hier. Die kann man ja auch bei uns als Zimmerpflanzen kaufen, aber sie werden irgendwann wirklich sehr, sehr riesig. Und sind dann nicht unbedingt für jede Wohnung geeignet. So. Ach, du bist zu weit weg. Wie ihr wünscht. Für Hidun. Wild. Ja, wild kann man auch brauchen. So, dann gehen wir bitte da hoch und gehen Milch einkaufen. Denn unsere Kühe, die sind natürlich erst ganz neu auf der Weide. Dauert dann halt auch ein bisschen. Aber wir haben hier schon, wenn man sieht, dreimal Milch im Vorrat. Und wir können dann auch einfach mal eine Käserei. Oh, und wir haben ausreichend Miet. Den liefern wir jetzt natürlich auch gleich. Ein Karren wurde ausgesandt. Der läuft jetzt hier, glaube ich, wirklich einfach mal von einer Taverne zur nächsten, um das alles einzusammeln. Wir können ihn ja mal ein bisschen verfolgen. Anklicken geht leider nicht bei ihm. Also, wenn ich jetzt hier drauf drücke, sieht man, da passiert nicht wirklich viel. Na, er holt sich jetzt hier einen neuen ab. Bringt er die jetzt ins Lagerhaus oder geht er zur nächsten Taverne? Aber eigentlich kann man die ja immer nur 9er Einheiten holen. Ja, der holt die jetzt echt alle einzeln ab. Aber man sieht hier auch ganz schön, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe, das ist quasi so diese Auslage der Taverne. Die stellen hier ihre Bierkrüge hin. Wie hier sieht man dann halt, die haben jetzt gerade 6-mal Kleidung im Vorrat. Und der Würstchenmacher, klar, der hängt die hier so hin. Und der Bäcker hat hier auch eine schöne Auslage. Also ich finde das immer ganz hübsch, dass man eigentlich theoretisch auch so durchs Dorf wandeln könnte, um zu sehen, wie so die Vorräte sind. Hier sieht man auch schön die ganzen aufgereihten Besen. Der wird hier nicht los und er hält sich daher erstmal mit der Ehefrau. Und der Bäcker ist sehr dreckig. Okay, jetzt wird es wieder normal. Also so grün würde ich das dann nicht unbedingt kaufen. Dass auch das ganze Haus dann so grün wird, ne? Ein Karren mit Rohstoffen. Wo haben wir eigentlich den Weber hingesetzt? Ah, hier ist der Weber. Der hat nämlich, upala, entschuldigt, eine andere Auslage als der Gerber. Der Weber hängt die Kleidung hier nämlich schön vorne hin. Näher ran kann ich leider nicht gehen, das ist ein bisschen schade, aber da sieht man, der hängt die halt hier vorne dann hin. Also ich mag das ganz gerne. Ah, und hier sieht man jetzt auch, das ist unsere frisch gebaute, das ist der Seifenmacher. Sieht man auch schön, wie er hier die Stückchen schneidet. Ich finde das toll, dass man den zugucken kann. Und damit hat er jetzt einen Kasten fertig und dann legt er die hier vorne so auf dieses Rondell, wie man gesehen hat. Und ja, also ich mag das einfach gerne, den einfach so ein bisschen zuzugucken. Haben wir jetzt eigentlich schon eine Käserei gebaut? Das weiß ich gerade gar nicht. Nö, haben wir natürlich nicht. Ach so, wir müssen noch einkaufen. Und zwar hier. So, erstmal wieder richtig drehen, damit ich nicht dauernd die Orientierung verliere. Und einmal Tribut fordern. Holz. Entrichtet euren Tribut. Naja, okay. Aber wir können auch mal ein bisschen Eisen kaufen. So, wir haben auf jeden Fall genug, um die Burg auszubauen. Und ich wollte, genau, ich wollte endlich mal die Käserei hinsetzen. So, Käserei. Die machen wir einfach mal hier hin und natürlich dürfen die davon nichts essen, sonst kriegen wir den Käse ja nie fertig. Achso, bis 20, naja, wir brauchen 3 Käsereien. Das ist auch blöd, ne, dass die halt immer hier die 9er haben und dann immer sagen, du brauchst aber mehr Gebäude. Also wenn sie wenigstens 18 gesagt hätten, aber nein, es müssen 20 sein.
Dank der glücklichen Heimkehr unseres Ältesten und eurer vortrefflichen Medlieferung wird dies ein wahres Freudenfest werden. Ja, man sieht, sie haben schon angefangen zu trinken. Zum Dank möchten wir euch zugestehen, einen Handelsposten bei uns zu errichten. Wir haben euch einige auserwählte Waren anzubieten. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Das ist natürlich schön, dann machen wir das natürlich auch gleich. Haben wir ja alles wunderbar und die trinken das hier ganz gut weg. Ich bin jetzt hier mit dem Mauszeiger ja mal ein bisschen drüber geblieben. Und man sieht, das geht wirklich gut weg. Es ist zwar kein wirkliches Fest zu sehen, aber trotzdem trinken sie ganz fleißig. Und jetzt sind wir Verbündete, oder? Sind wir jetzt Verbündete? Wir sind jetzt Verbündete, das heißt, wir müssen hier oben nicht mehr rumstehen. Das heißt wiederum, Saraya kann wieder nach hier unten, denn ich möchte eigentlich gerne Wolle haben. Das wäre ganz fein. Wo ist denn jetzt unser Bäcker? Da, den habe ich schon auf 2 ausgebaut. Ja, wie sieht's sonst aus? Der Fisch ist jetzt auch nicht so viel. Ach so, klar, wir haben ja auch gar keine Räucherei, weil wir auch gar keinen Fisch fangen können. Dann holen wir uns einfach... Warte mal, Saraya. Planänderung, wir brauchen ein neues Gebiet. Hä, wer bist du denn? Ach, das ist... Ah, okay. Das ist hier für oben, für den Handelsposten. Ich war schon irritiert, wieso läuft da ein Siedler mit 6 Holz rum. Aber dann besorgen wir uns mal eben hier noch dieses Fischvorkommen. Und holen uns das Gebiet. Ja, wir haben es ja mittlerweile, ne? Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Setzen wir mal hier hin. Jetzt kannst du hier runter mal zu diesem Dörflein gehen. Auf euren Befehl. Und unser Milchvorrat. Oh ja, der ist mittlerweile richtig gut. Wir werden auch eine Käserei, und zwar diese hier mal ausbauen auf 2. Und dann machen wir uns natürlich auch noch eine Räucherei. Ach so, genau. Ich wollte ja eine Taverne abreißen. Da war ja was. Wir haben einen Handelsposten eröffnet. Lasst uns den Tauschhandel mit unseren Verbündeten beginnen. Einem engen Handel steht nun nichts mehr im Wege. Mögen unsere Güter euch dabei helfen, Prapat zu besiegen. Seid euch unserer Unterstützung gewiss, treuer Freund. Ja, wer aufgepasst hat, wird gemerkt haben, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe nämlich die Kirche ausgebaut und dachte, es ist die Burg. Ja, ich habe mich gedacht, oh super, wir haben die 50 Steine für die Burgzimmer. Und aus irgendeinem unerfindlichen Grund bin ich gewohnt, dass die entweder links oder rechts ist. Da ich aber weiß, dass rechts halt hier irgendwie die ganzen Produktionssachen sind. Ja, liebe Burg, tut mir ja leid, aber das dauert jetzt noch ein bisschen. Oh Mann. Und man kann es halt, wie man sieht, auch nicht abbrechen. Also, wenn man hier jetzt Ausbau drückt, dann kann man den Ausbau ja auch wieder abbrechen. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen und, glaube ich, auch schon mal gemacht. Bei dem geht es leider nicht. Und jetzt müssen wir natürlich ganz schnell zurück. Unser Steinbruch ist nämlich leer. Einem Steinmetz fehlt es ja, an Stein. Das habe ich gerade gesagt und jetzt kriegen wir Kräuter. Na, okay. Ja, das ist so wissen wir jetzt auch. Man kann den Ausbau einer Kirche nicht abbrechen. So viel Honig haben wir denn? Oh, wir haben Honig ohne Ende. Kann man den Honig verkaufen? Hui, man kann den Honig verkaufen. Ein Karren wurde ausgesandt. So, und was können wir jetzt eigentlich im Handelsposten handeln? Das gucken wir jetzt natürlich nochmal nach. Ah, gegen Honig. Nein, ist das super, ist das super. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns. Das ist toll. Honig gegen irgendwas anderes. Das ist natürlich echt prima. So, wir nehmen jetzt erstmal Milch. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu. Das können wir auch dauerhaft wunderbar nutzen, weil wir haben ja nur eine. Wow, hier ist ja echt was los. Schicken den jetzt aber nicht Stein, oder? Nein. Nö. Wieso schicken wir den so viel Honig? Ach so, den haben wir verkauft. Ja, das ist klar. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Milch. Dann. Geh hoch. Investieren wir einfach mal in Luxusgüter. Ach, und da können wir jetzt auch noch eine Kuhherde kaufen. Naja, okay. Was wir aber halt sehen, genau, wir hatten ja nur eine Kuhherde. Und dann ist so eine Unterstützung ganz fein, vor allem, da wir wirklich sehr viel Honig haben. Oh, jetzt haben wir nur noch 63, aber ist okay. Und wir haben auch gesehen, wir können da dauerhaft Eisen kaufen und, ja, sagen wir mal so, der Vater war ja nicht so angetan davon, dass wir Fremden beschlossen haben, hier uns so ein bisschen auszubreiten. Und das heißt natürlich für uns, wir sollten... Warte mal, gegen was konnten wir denn Stein bekommen? Gegen Wolle, ne? Ja, gut, da wir halt keine Wolle haben.
Sollten wir uns jetzt halt auch einfach mal bemühen, ein bisschen Militär aufzubauen. Das haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Machen wir hier wieder einen Schwertschmied und dann die passende Kaserne daneben. Das ist natürlich immer gut, wenn man das alles nebeneinander macht. So, und ich denke schon wieder, dass das hier die Burg ist. Nein, es ist nicht die Burg. Ach, das ist wirklich doof. So, dann den noch und die Kaserne. Unser Geologe hat ein neues Rohstoff. Genau, das ist jetzt mittlerweile wirklich teurer Stein. Aber anders kommen wir da aktuell nicht ran. Und ja, gucken wir einfach mal, dass wir uns ein bisschen ums Militär kümmern. Weil ich habe die Vermutung, dass das durchaus so sein könnte, dass der beschließt, uns mal irgendwann anzugreifen. Und wir haben natürlich auch klugerweise keine Verteidigungsanlage. Ja, aber wir haben auch nicht unbedingt den Stein für eine Verteidigungsanlage. Was natürlich hier ganz gut ist, hier die ganze Seite ist komplett durch die Beschaffenheit des Geländes, wie man hier schön sehen kann, abgeschirmt. Und wir können eigentlich theoretisch hier einmal zumachen. Hier einmal zumachen. Und ich wollte ja noch den Fisch holen. Genau, ich wollte noch Fisch holen. Und hier machen wir dann auch den ist zu uns unterwegs. Fahrt runter. So, das ist auch ganz gut, weil wir ja ständig mit denen da am Handeln sind. Und dann machen wir noch einen Fischer. Das heißt, hier können wir auf jeden Fall mal zumachen. Aber das mache ich halt erst, wenn wir die Burg ausgebaut haben. Weil das ja doch relativ steinlastig ist. Ich möchte nämlich gerne gleich eine Steinmauer bauen. Ja, uns ist die Wolle ausgegangen, lieber Weber. Das ist mir auch schon aufgefallen, weil da kann ich gerade leider echt nichts dran machen. Der Gerber kommt nicht so ganz hinterher, ne? Wie viele Metzgereien haben wir? Wir haben nur eine, ne? Ich war nur eine. Sehr gut. Auch nur einen Seifenmacher. Wir haben auch nur einen Seifenmacher. Trotzdem ist unser Wild aktuell so ein bisschen am Sinken. Das ist natürlich unschön. Fragt sich nur, weshalb. Okay, hier sieht man, wenn man mit dem Mauszeiger mal so ein bisschen drüber geht. Hier ist zwar noch ein Wildvorkommen angezeigt, aber man... Ah, jetzt ist wieder eins da. Hier war ja gerade kein einziges Tier zu sehen. Hier ist nur noch ein Wildschwein. Hier hat man 1, 2, 3, 4 Wildschweine und ein totes. Dementsprechend möchte ich die Jägerhütte auch nicht weiter ausbauen. Die haben, glaube ich, da wirklich ganz gut genug zu tun. Beziehungsweise die ist natürlich voll ausgebaut. Ich meine, jetzt halt so. Ihr wisst schon, noch eine weitere dahinsetzen.